Ach Leute, finde nicht Goldie und Goldie. Ja, aber schön. Und damit willkommen hier zum neuen Minecraft Apollo. Und ja, Leute, ihr habt mir Fanarts hier zugeschickt von Goldie, von den Regenbogen Goldie, oh mei. Zum Beispiel hat hier, das ist glaube ich von Phoebe Jail, also Phoebe-Jail. Der hat mir nämlich so ein richtig cooles Goldie-Dings, Goldie-Fanart hier zugeschickt mit richtig Regenbogen-Dings. Und ihr habt doch hier überall einen grünen Hintergrund genommen, das ist richtig cool. Und hier hat auch, ich weiß jetzt nicht genau, wer das gemacht hat. Ich kann kurz nachschauen. Ich denke, das hat nämlich auch Phoebe Jail gemacht. Das heißt Phoebe Jail und Phoebe Jail. Und ja, hier bin ich mit dem Zungenbrecher Blautkraut, bleibt Blaukraut und Blau und Braut. Ja, ich weiß es immer noch nicht, ja. Und ja, wo ich hier mit so, da ist sogar so ein Anime-Dings drauf, oder? So ein Anime-Teil. Und genau, das hier von Cactus Painter mit den Regenbogen Goldie mit mir, jo mei. Und hier steht nochmal Goldie und, ne, warte mal, was? Julian und Goldie, jo mei. Und ja, was ist denn? Mei. So, genau, wie gesagt, Leute, ich habe hier ausgebaut, ja. Wie ihr schon seht, ich habe hier Gras, ja. Warte mal, Apollo? Seit wann kannst du Apollo schreiben? Alles klar. Apollo, ja, das ist unsere Stadt, die heißt Apollo. Mr. Goldie. Und ich hab geschrieben, Goldie ist ein, yo mei Apollo. Ja, yo mei Apollo. Goldie ist ein Bub, denke ich. Oder ihr könnt mal in den Kommentar schreiben, ob, Goldie männlich oder weiblich ist. Und ja, Leute, ich habe ausgebaut, ja. Also, wenn man hier reingeht, habe ich hier zum Beispiel ein Bibliothek-Dings gemacht. Das ist ja noch nicht, was ich unbedingt rechts baue. Aber links ist ja die Bibliothek, ja. Da habe ich nämlich den Folgenanfang vor voriger Folge gemacht, ja. Und, ja, Goldie, komm runter. Ja. Oh, nein, ist ganz, ganz gut. Egal, jetzt brenne ich halt und, ja, Leute. So, und hier habe ich nämlich geschrieben, Kino und Disco. Und, warte, ich muss mich kurz, Dings, ich brauche unbedingt hier so ein Wasserpool, Wasserpit oder so. Und hier habe ich nämlich geschrieben, Kino und Disco, Leute. Nämlich, Leute, habe ich hier auch noch ein Fanart. Und rechts soll eine Disco hinkommen, ja. Und jetzt links, Leute, schau mal. Leute, ich habe halt echt ein Kino gebaut. Und das hier ist nämlich ein Fanart von der einen Folge von Apollo 30, denke ich, 31, ich weiß gar nicht mehr, oder 32, die Folge ist, glaube ich, Apollo 37, denke ich, Hashtag 37, also 37. Folge, das ist nämlich von der einen Folge, wo ich hier mit Persephone, oder wie man es ausspricht, wo ich die getroffen habe, was anscheinend die Tochter von Zeus ist, die hat auch gesagt, Zagreus und so, und ja, aber richtig nice Fanart, also, wie gesagt, ihr könnt, wie gesagt, einfach Fanarts hier einschicken, oh mein, so. Nämlich habe ich hier auch davor, den ganzen Boden hier so gehabt, also mit solchen weißen Teilen, aber da das alles hier Request sind, Request, alles klar, da das alles hier Dings war, also alles hier das alles hier geleckt hat, habe ich halt hier das alles mit Gras umgesetzt, also stell dich vor, vorher hat es nämlich ausgesehen, als wäre hier weiße Teile hier auf der Seite und ja, ja, mei, also jetzt ist das alles viel besser und wie gesagt, ihr könnt mir noch Fanarts einschicken, Discord oder Instagram und ja, Leute, hier geht es jetzt weiter, hier habe ich nicht einen Stiegenaufgang gemacht, ja. Und, Leute, es sieht einfach mega cool aus, Leute. Es sieht richtig cool aus. Ich weiß nicht genau, ob ich vielleicht die Blätter hier wegmache und vielleicht irgendwas anderes noch mache. Und ja, es laggt hier ein bisschen. Also, ich habe nicht zu viel FPS. Das heißt, das mache ich noch alles. Jo, das ist immer laggt, jo, mei. Das ist genau wegen den ganzen Schüsseln und Bitteile. Jo, mei. So, heute will ich nämlich auch ein bisschen Quest-Redos machen. Questy, die Questy, Maisty, Daisy. So, nämlich wollte ich noch heute hier eine Quest machen. Und, genau. Nämlich habe ich hier geschaut. Ich habe noch relativ viele Quests, die ich neu gemacht habe. Zum Beispiel hier, also was ich nochmal neu abgeführt habe, abgefüllt, entfüllt, wie sagt man? Die ich noch nicht entfüllt habe. Ja, sagt, ich bin echt dumm, ja. Die ich noch nicht abgeschlossen habe. Genau, das ist das Wort abgeschlossen. Zum Beispiel craft einen Hangglider, Leute. Ich habe einen Hangglider eigentlich gecraftet. Muss ich, glaube ich, einen neuen craften. Hangglider. Ich craft mir nochmal einen Hangglider, mit Eisen. Und, weil ich kann mir eigentlich, glaube ich, Advanced Tank, nein, Elytra. Ich weiß nicht, wo man Elytra her bekommt. Okay, ich brauche Leder, ich habe jetzt nicht unbedingt Leder, also können wir die Dings in der nächsten Folge machen. Meiner, baue 5 Diamanterz ab. Das kann ich natürlich machen hier. Jo, meine Diamanterz, Erz mit dem Diamant. Sammle 10 irgendwas Flowers, kann ich nebenbei auch machen. Verzauber ein Item, habe ich schon. Ich habe meinen Bogen verzaubert, wo ich gerade nicht genau weiß, wo der ist. Habe ich den irgendwo reingelegt? Ich habe den irgendwo reingelegt. So, Wallet. Wir haben schon wieder $150. Und, Leute, ich habe noch was richtig Cooles. Leute, ihr habt ja gesagt, bau einen Shop. Ihr habt ja gesagt, bau einen Shop. Yo, mei, bau einen Shop. Und Silvers hat ja auch geschrieben,
bau ein Casino, ja, Leute. Und, warte, ich brauch wieder ein bisschen Schnitzel demnächst. Also, ich hab gesagt, bau ein Casino, ja. Jetzt schau mal, Leute. Ja, ich hab echt ein Casino gebaut. Warte, Goldie, komm mal irgendwie mit, falls das möglich ist. Ja, komm mal mit, Goldie. Nämlich, Leute, ist das echt ein cooles Casino. Schau. Also, nämlich, hier ist nicht so ein Eingang, weil ich, wenn ich hier ganz am Anfang meinen Eingang hingehe, ist nämlich ein Eingang und hier ist noch vom Flo geclaimed. Alles klar, Sam. Nämlich ist hier ein Eingang, wo hier steht Kaktus Casino, ja? Und in der Seite steht sogar, das Kaktus Casino hat eröffnet. Mit dem 20 Dollar Einsatz ganz schnell 50 Dollar gewinnen. Und das stimmt halt. Und ich habe hier sogar noch so ein Verified-Dings auf der Seite gemacht. Und ja, hi Goldie. Also, du kannst mal runterkommen, Goldie. Hier habe ich so eine richtig nice Brücke gebaut. Und ja, hier steht nochmal Kaktus Casino. Jo, Mai. Und hier geht's rein, ja? Goldie, das ist so ein richtig cooles Casino, ja? Hier ist die Lotterie-Maschine, die Lottery, die Mori, die Lottery, Dodi. Ja, Goldie, das ist das Licht. Aber das ist das Licht. Schau mal, Goldie, weil das was aufdreht. Schau mal, Goldie. Hier ist nämlich noch ein Lichtschalter, schau. Wenn man jetzt hinter die Bar geht, hier ist nämlich noch ein Lichtschalter. Wenn du den aufdrehst und abdrehst, das ist das Licht. Warte, Goldie, nein, Goldie, böse, hör auf. Goldie, nein. Goldie, ja, Leute, Goldie, ich stell dir einen Lichtschalter, ich stell dir einen Lichtschalter in dein Zimmer, in dein zukünftiges Zimmer rein, okay? Nein, Goldie. Goldie, nein. Goldie, nein. Böse. Okay, weißt du was? Lass es dunkel. Goldie, nein. Okay, Goldie. Ja, wie gesagt, das ist hier mein Lottery-Dings, okay? Leute, es war sehr kompliziert, das zu machen. Und hier ist jetzt relativ wenig Licht, weißt du? Goldie, böse. Nein, gut, böse Goldie, so. So. Nämlich war ja ein Lottery-Dings. Ein Lottery-Maschine, oder wie sagt man? Nämlich ist das Prinzip der Lottery-Maschine ganz, ganz einfach, Leute. Also hier hat man 20 Dollar rein. In den Hopper hier. Und wenn genau, also es können verschiedene Lichter leuchten. Wenn alle drei Lichter hier leuchten, die habe ich nicht Glowstone von Topsy ausgeborgt. Wenn alle drei Lichter leuchten, dann droppt mir hier 50 Dollar raus. Und genau, warte, wenn ich jetzt. Goldie nimmt das nicht an. Das nimmt nur 20 Dollar Scheine an, ja? Warte mal, hast du schon wieder deine Haus reingehaut. Genau, ihr habt doch geschrieben, Goldie, dass Schafe häuten sich nicht. Und ich habe auch geschrieben, Julian 13. Oh nein. Habe ich jetzt dreimal reingedings? Ich habe jetzt dreimal unabsichtlich reingehauen. Schau mal, Goldie, komm mal mit. Am besten nichts zerstören, okay? Komm mal rein. Okay. Das ist nämlich eine Geheimtür. Wenn ich aber hier runtergehe, nichts zerstören, please. Das ist nämlich das ganze Teil. Ist richtig kompliziert. Hier geht es rein. Und hier, das ist nämlich richtig kompliziert. Nämlich, die Maschine funktioniert folgendes. Also für die ganzen Redstone-Experten von euch. Also die Items, das Item wird hier unten irgendwo reingesaugt. Ich habe selber nicht ganz verstanden, ich habe einen Dorian angeschaut, und genau, nämlich tickt das Dings hier, geht das hier hoch. Und der Hopper hier ist nämlich ein Item, was man nicht auf 64 stacken kann. Und das kann man auf 64 stacken, also Schwert kann man jetzt nicht stacken. Und wenn das ist random, weil Dispenser hier nimmt random irgendein Item raus von den beiden. Wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Schwert nimmt, geht das nur bis hier weit, die Dings. Geht es nur bis hier weit, die Redstone-Dings. Aber wenn es irgendein Item, was auf 64 stacken kann, geht das hier bis ganz vorne und dann leuchtet das Licht. Und so funktioniert mehr oder weniger die Dings, ja. Und hier ist nämlich das Profit hier unten. Das Profit. Wer es nicht weiß, Profit ist mehr oder weniger mein Gewinn hier, was ich gemacht habe. Warte mal, hier sind 4 20-Dollar-Scheine drin, obwohl ich eigentlich gerade nur 3 reingehauen habe. Hatte schon mehr. Nein, Goldie, nein. Goldie böse, ja. Jetzt kommt hier kein Profit mehr rein, okay? So. Nämlich, komm mal mit, Goldie. Goldie, nein, komm mit. Nämlich habe ich hier, ja, wie gesagt, ich kann mal spielen nochmal. Warte, wenn ich die Tür aufbringe. So. So, jetzt geht die Tür auf. Komm raus und wieder zu. Also hier ist eh geclaimed. Also hier kann kein einziger eigentlich hier rein. Ja. So, wenn ich jetzt hier spiele, zum Beispiel jetzt einmal 20 Dollar Einwurf. Es reicht nur 2 Licht, aber wenn ich jetzt mal gewinne. Nicht schon wieder. Ein Licht. Okay, ein Licht. Aber es ist gar nichts mehr so selten. Ich habe offscreen mal das getestet hier. Und habe dreimal hintereinander mal gewonnen. Und hier ist nämlich ein Dispenser. 11 50-Dollar-Scheine habe ich hier reingelegt. Also alles wirklich Geld, was ich noch gehabt habe. Und ja, jo, Mai. Und Goblin, nein, lass das Licht an. So, Goblin, böse. Und genau, hier habe ich noch erklärt, wenn alle drei Lichter leuchten, wird aus dem Dispenser 50 Dollar gedroppt. Viel Spaß. Und ja, also ich hoffe, ich werde hier relativ viel rausbekommen und relativ viele Leute spielen hier. Und ja, was ist denn Gold? Hier soll noch ein VIP-Bereich hinkommen, aber ja. Wie ihr das gesehen habt, oben ist nämlich so ein Dings hier. Ich glaube, ich lasse die Tür mal hier offen. Oben ist ja nämlich so ein Yomai-Teil drauf. Also wenn ihr ein bisschen zurückspult, ist so ein Yomai-Schild drauf. Aber Leute, ich finde es einfach
mega, mega cool. Und so, ich hab gesagt, ich soll mal meinen Postkasten schauen, Flo als Präsident? Sprungkasse bekommen? Hä? An was ist das? Flo als Präsident. Warte mal, wird Flo Präsident? Easy 2020 vor Präsident? Hä, warte mal, was habe ich hier verpasst alles? Genau, das wollte ich jetzt auch nicht noch richtig lange zeigen. Hashtag Katze für Tops, nehme ich. Ich habe nämlich auf meinen Community Discord letztens geschrieben. Wie würde Tops regieren, wenn ich ihm in Relive und in Apollo die Haare rasiere? Ich habe richtig viel so ein Lach-Emoji gepostet. Und jetzt hat zum Beispiel Wulpixel, genau, wer es noch vom Livestream kennt. Hier hat nämlich Wulpixel, die hat auch ein Fanart hier umgezeichnet. Ein Emote geschrieben. Und wie gesagt, wenn genau du auf mein Community Discord kommen willst und vielleicht mal mit mir reden willst oder so, dann, wie gesagt, Link in der Beschreibung, zweiter Link in der Beschreibung, checkt unbedingt ab. Jo, bye. So. Genau. Noch haben die geschrieben, mach das, wäre lustig. Und Flo bitte auch noch rasieren, danke. Und hier noch ein Dings. Und hier hat Janadon geschrieben, Hashtag Klasse für Tops. Jetzt haben wir das hier aufgegangen mit Hashtag Klasse für Tops. So, hier ist, was habe ich hier? Warte mal, Chisel Dings? Ein Kaktus? Wer hat das gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Wer hat den Kaktus für mich gechiselt? Aber nice. Nice, okay. Ein cooler Kaktus, okay. Habt ihr gesagt, ich soll nämlich in den Briefkasten schauen? Steht hier. Tops for President reads. Jo Leute, ich bin Tobias Ziegelstein von der Burg Ziegelstein. Wollte euch nur wissen lassen, dass ich hier. Das hört sich an wie so ein Raptex. Jo Leute, ich bin Tobias Ziegelstein von der Burg Ziegelstein. Wollte euch nur wissen. Oh Gott, im Hintergrund. Wollte euch nur wissen lassen, dass ich jetzt als Präsident kandidiere. Ich lade euch herzlich ein, für mich zu stimmen. Mein Wahlprogramm kommt demnächst. Möge der, die das, den bessere gewinnen. MFG, also mit freundlichen Grüßen, Tob, 23 und. Ich an seinem Regen. Easy ist Blumen, Flo lernen, okay, Leute. Und er hat mir Brot gegeben, ja. Okay, was hier? Hashtag make Apollo great again. Also, von Flo, das war von Tobs. 8 Tage schon, ja, lol, Leute, alles klar. Read. Hey, Julian von der 33. Also, das ist schon eine gute Einführung. Was hat er geschrieben? Ich, Chaos 45, möchte mich vorstellen, da ich als Präsident kandidiere. Ich setze mich vor allem für die Umwelt ein. Da mir Natur sehr wichtig ist. Deshalb möchte ich eine Gestankssteuer einführen, bei dem der gewisse Mitspieler Steuern zahlen. Der gewisse Mitspieler Steuern zahlen müssen, abhängig von ihrem Körpergeruch. Außerdem Hashtag Melonen für alle. Aber das war's noch nicht. Ich führe positive Spezialrechte mit Vorteilen für Mäuse und Kakteen ein, Leute. Ich bin Kakteen. Mäuse ist, glaube ich, easy gemeint. Außerdem sorge ich für eine Steuerentlastung der unteren Mittelklasse. Also ich weiß nicht, was genau das heißt. Und ich werde eine Absetzung der Junksteuer beantragen. Was ist eine Absetzung der Junksteuer? Kosten die Junks nachher weniger? Beantragen. Die Rechte der Schnitzel sind mir ebenfalls sehr wichtig. Ja, ich habe natürlich eine Maschine hier. Des Weiteren wird der Benzinpreis pro Liter um 14% gesenkt. Mann, Benzinpreis. Alles klar. Hat er wohl ein Auto oder was? Die Bevölkerungsdichte wird ebenfalls gesenkt, was zu einer besseren Wohn- und Lebensqualität führen wird. Arnold Schwarzenegger wird offiziell als Vizepräsident in Kraft treten und unser Land beschützen, falls du für mich wählen solltest. Alles klar. Ebenfalls kämpfe ich aktiv für die Rechte der YouTuber und YouTuberinnen, Veganer und Österreicher, Junge. Hashtag wähle Chaos 45, Hashtag make Apollo great again, Hashtag für die Umwelt, Hashtag für Apollo, Hashtag für deine Zukunft. Flo. Und er hat mir sogar einen Saphir hier dagelassen. Ja, Apollo. Ja, Apollo. Jo, mei. So. Nämlich, wollte ich hier jetzt noch ein paar Quests machen. Jo, mei, so. Alles klar. Was habe ich denn noch für Quest-Reginos für Quest-Idee? Was habe ich hier noch? Schwerverdiener. Verdiene $1000 nur durch Shops. Weiß nicht, ob wirklich $1000, wirklich gemeint ist mit, man kriegt $300 von $1000, ob das wirklich gemeint ist mit, Casino, aber ich denke schon, dass Mitspieler den Folgenanfang aufnehmen, was ist das hier, Apollo 99, Wohltäter, hier, genau, das wollte ich hier noch, anschauen, was gibt's hier, craftet denn dir eine eigene Reforging Station, was ist eine Reforging Station, Obsidian, das kann ich mir sogar craften, gell, ja, das crafte ich mir gleich, aber was ist eine Reforging Station,
Station. Kann ich gleich mal nachschauen. Hexer. Verzaubere deine komplette Rüstung. Habe ich meine Rüstung verzaubert? Nee, nicht alles. Aber ich kann mal schauen, dass ich alles entzaubere. Entzaubere. Fisch, crafte eine Angel. Habe ich mir auch eigentlich schon crafted, aber wahrscheinlich habe ich da noch nicht Forscher gehabt. Unboxe. Öffne mindestens 5 Boxen in einer Sitzung. Ja, Leute. Wenn diese Folge 1000 Likes kriegt oder... Ich schreibe es nochmal in den Kommentaren. Wenn diese Folge 1000 Likes ist, dann mache ich nächste Folge eine Dings, okay? Eine Dings. Wenn diese Folge 1000 Likes kriegt, wenn genau du eine Like da lässt, ja? Dann schaff vielleicht die 1000 Likes und dann machen wir nächste Folge ein Unboxing mit meinen ganzen Toten. Vielleicht habe ich schon wieder 10 Top... Hey, warte mal. Hey, warum bin ich unsichtbar? Alles klar. Dann mache ich vielleicht hier ein Dings, ein, wie sagt man, ein Unboxing hier. Und, ja, dann machen wir, können wir auch hier die Quest abschließen. Jo, Mai, was gibt's hier noch? Hauch von Tüll, schießt einen Block für Mitspieler. Stimmt, das war wahrscheinlich die Quest, gell? Wahrscheinlich. Knalltausch, bla bla bla. Beste Freunde, verbringe eine komplette Folge nur mit deinem Haustier. Kann ich auch demnächst mal machen. Ich weiß nicht, eigentlich habe ich das eh schon gemacht, oder? Ich habe ja mal die eine Folge, wo ich mit der Mine in der Mine war, habe ich ja eigentlich mit Goldie die ganze Folge verbracht. Ich war ja eigentlich in der Mine mit Goldie und alles. Und, ja, yo, Mesa. Was gibt's hier noch? Weltreise, finde ein Schneebiom. Stimmt, Leute, ich muss unbedingt demnächst mal, erkunden gehen, gell? Stille Schreie, alles klar. Ich habe das immer noch nicht, leider. Jäger. Finde und töte 15 Goblins. Ich weiß nicht, wo Toblins sind. Wo Goblins sind. Antikes Wunderwerk. Stimmt, das war auch noch die ganzen Runen hier. Was gibt's denn noch? Buh. Anscheinend kein Mitspieler. Ich muss unbedingt mal mit Tobsol wieder, wieder aufnehmen. Töte einen anderen Mitspiel mit einer Falle. Kann ich auch mal machen. Einfach Mitspiel mit der Falle töten. So. Sicherheit. Sichert ein Haus mit Security Craft. Ich weiß nicht, Security Craft. Ich weiß nicht, Security Craft. Was ist, was gibt's da? Security Craft. Ich habe nämlich hier ein bisschen auch was eingebaut. Aber ich glaube, ich zeige das erst nächste Folge. Und ja, ich wollte mir jetzt noch ein Dings craften. Einen werten, guten, alten, werten Dings hier. Wie heißt das? Einen Reforging Station. Weiß nicht, was das ist, Leute. Komm in die Kommentare schreiben. Genau. Ich wollte natürlich auch noch das Timmy hier ansprechen. Oder ich glaube, ich mache das als nächste Folge. Weil ich würde es eigentlich auch sagen, das war sie mit der Folge. Wie gesagt, ich hoffe hier, ich mache sehr viel Geld. Hier ist das Jo Mai Spiel, wo ich es gesagt habe. Jo Mai, ja. So, ich mache mir jetzt noch die Reforging Station. Ein Crafting Table. Den Hobby, gell, den Crafting Table, Jo Mai. Der eine Crafting Table. Ein Amboss, ich habe eh letztens einen zu viel gecraftet. 2 Obsidian. Und 2 Stone Slabs. Da brauche ich aber, da muss ich aber entschmelzen hier. Ich denke 3 war das. So, dann lass ich das schon schmelzen. So, nämlich habe ich ja richtig relativ viele Boxen hier wieder. Jo, meine Boxen hier. Na, Box-LP. So, ich kann auch in der nächsten Folge hier mal schauen. Also ich vielleicht zu Flo rübergehe, zu den Totem Shop. Da mache ich das alles auf hier in der nächsten Folge. Jo, meiner nächsten Folge, in der nächsten Folge. So, und ihr habt auch geschrieben, dass Goldie hier, dass ich Goldie irgendwie mal was anderes lernen soll, dass ich Goldie hier irgendwie mal Englisch lernen soll. Also, ich weiß nicht, gar nicht, wo Goldie ist. Ich glaube, Goldie ist ja noch unten. Und, ja, dann schmilzt das jetzt. So. Das heißt, ich kann mir den jetzt eigentlich craften, wenn ich mich irre. Bam, 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 bam. So und so. Reforging Station. Wo stelle ich das hin? Die Frage. Ich habe sogar den Dings gerade, so. Reforging Station. Was ist das? Reforging Station. Also ich kann was repairen, oder was? Die Frage ist, was? Bloodstone. Woher kriege ich Bloodstone? Bloodstone? Keine Ahnung, wenn mein Schwert ist bald kaputt, muss ich demnächst mal schauen. Und, ja, nice. Jetzt habe ich so eine Reforging Station. Jetzt will ich auch sagen, das war's mit der Folge. Lasst ein Like da, Bruder. Für mehr Minecraft Apollo, für mehr Minecraft Dusel League, für mehr Minecraft Goldie. Und ja, lasst ein Like da, Bruder. Schickt mir, wie gesagt, auf Discord oder auf Instagram hier die, die Fanarts, wie Phoebe Jail und Cactus Painter und Woolpixel. Jo Mai. Und schickt mir ganz Fanarts hier. Lasst ein Like da, Bruder. Aktiviert die Glocke und würde ich sagen, ciao! God damn.